Lielo, zur Weihnachtszeit habe ich mich mal wieder um etwas gekümmert. Normalerweise gehen auf den modernen Desktops Programme wie X-Penguins oder X-Snow nicht normalerweise. X-Snow wollte ich wieder haben, ne? Weihnachtszeit, es ist jetzt Dezember und da kam ich auf X-Snow, hatte ich früher mal benutzt, ging nicht und habe ich geguckt, wie kriege ich es wieder zum Gehen. Genauso wie die X-Penguins. Das hier sollte unabhängig von der installierten Version sein. Ich mache das hier unter einer Version von Linux mit Depp-System für die Pakete. Was brauchen wir? Ja, sudo apt-get install xsnow. Das ist das Ding mit dem Weihnachtsmarkt. Würdet ihr danach, nach der Installation auf eurem Desktop xsnow ins Terminal eingeben und es erscheint nichts, dann liegt das daran, dass dieses Fenster auf das sogenannte Root-Window geschrieben wird. Früher war das Standard. Also dieses Fenster, was ihr im Moment seht, ist das Basisfenster, die Mutter aller Fenster, deshalb Root. Hat nichts mit dem Administrator zu tun. Root ist die Wurzel. Das oberste Fenster, dieses oberste Fenster wird aber von modernen Systemen normalerweise überdeckt. Ne? Zum Beispiel hier bin ich auf einer KDE-Desktop-Umgebung, wird überdeckt von KWin. Nun, damit das funktioniert, jetzt machen wir nochmal X-Penguins dazu. X-Penguins. Ne? Jetzt haben wir erstmal diese Basispakete für die Pinguine und für den Weihnachtsmann, der durch die Gegend rauscht, installiert. Gut. Wenn das bei euch nicht erscheint, was wahrscheinlich ist, braucht ihr einen Window-Manager, der das Root-Window, also das Basisfenster, noch anzeigt, wo es nicht überdeckt ist, zum Beispiel OpenBox. OpenBox, ein anderes Desktop-System, sehr rudimentär. Ja. Beim Einloggen in euer System müsst ihr zunächst eine andere Desktop-Umgebung auswählen. Abhängig davon, was ihr für ein Betriebssystem habt, ist das zum Beispiel das Ubuntu-Logo oder ein anderes Symbol. Gut, beim neuen Einloggen also OpenBox wählen. Dann kommt ihr auf einen leeren Bildschirm, der ist absolut leer, da ist gar nichts, da ist nur grau. Und das soll auch so sein, weil OpenBox ein rudimentärer Bildschirm ist. Ihr könnt aber damit Rechtsklick, ja, den Terminal-Emulator starten. Dann habt ihr auf dem Desktop als einziges, ne, nur so ein Terminal, Fenster, schwarz und blinkt und fertig. Nun, bei mir war es so, hier unter der KDE-Umgebung, ich wollte gerne ein Panel haben. Es kann sein, ihr habt schon ein Panel, weil ihr zum Beispiel Ubuntu Mate habt. Ne? Dann braucht ihr nur mate-panel eingeben und es erscheint das Mate-Panel. Und von dort aus kennt ihr euch wieder aus. Dann könnt ihr euch Starter anlegen für X-Penguins und X-Snow. Und dann startet es. Hier unter der KDE-Umgebung hatte ich nichts. Es kann auch sein, ihr wollt überhaupt kein Panel. Ihr wollt zum Beispiel ein kleines Symbol hier unten, wo ihr draufklickt. Es gibt verschiedene Startmöglichkeiten. Irgendein Docky zum Beispiel. Das muss nicht ein Panel sein. Ich habe mich hier zum Beispiel entschieden. Sudo apt-get install Gnome-Panel, ne? Hier unter der KDE-Umgebung das Gnome-Panel nachzuinstallieren und nach Eingabe von Gnome-Panel hier ins Terminal, nachdem es installiert war, erschienen diese Panels. Ne? Das ist dann angenehmer beim Arbeiten. Als nächster Schritt, ich wollte dann, dass das Gnome-Panel immer erschienen, ja, muss man gegebenenfalls dann wieder rausnehmen, Systemwerkzeuge und Einstellungen oder Systemverwaltung. Da müsst ihr schauen, wo sind die Autostartprogramme. KDE-Systemeinstellungen hier zum Beispiel. Da gibt es dann Starten und Beenden, ne? Bei KDE zum Beispiel. In eurer Desktop-Umgebung kann das durchaus anders sein. Dann habe ich das Gnome-Panel eingetragen, damit sich das beim Starten startet. Gut.
Wenn ihr dann in die normale KDE-Umgebung kommt, startet sich das Gnome-Panel natürlich auch. Das könnt ihr wieder aus dem Autostart rausnehmen. Wahrscheinlich wollt ihr das hier alles nur temporär machen, solange es Weihnachten ist, mit kill all Gnome-Panel oder falls ihr Mate habt. Mate heißt es ja, ne? Wird ja anders gesprochen. Ubuntu Mate. Mate, dann könnt ihr mit killer Gnome Panel oder killer Mate minus Panel dieses Panel wieder schließen. Ne? Genauso könnt ihr auch die X-Penguins schließen. X-Penguins oder entsprechend mit killer X-Snow den Schnee wieder abstellen. Ja, ist klar. Gut, als nächstes wollte ich gerne hier oben Starter haben, damit ich zum Beispiel die Pinguine mit einem Mausklick starten kann. Jetzt war es bei dem Gnome-Panel so, ich kann natürlich zum Beispiel irgendein Programm da oben aufs Panel ziehen, zum Beispiel Amarok, und habe mir dann mit Rechtsklick die Eigenschaften dieses Starters komplett geändert. Ja, ich nehme das hier mal raus und sage, das ist X-Penguins als Name und als Befehl X-Penguins-B, damit es freundlich ist für Kinder. Ne? Ihr könnt ja mal nachschauen, wofür der Parameter B eigentlich da ist. Hier sucht man sich dann entsprechend vielleicht noch ein entsprechendes Symbolchen aus, schließen, und dann hat man da so ein Symbol. Rechtsklick, das kann man dann wieder rausnehmen, wenn man es denn will. Amarok steht da immer noch drin, Eigenschaften, weil hier unten drin, das hier noch stand, schließen. So, jetzt habe ich also Starter, ein Panel, wunderbar, und kann dann hier zum Beispiel xnow minus bg heißt Background Blue geschrieben, mit blauem Hintergrundbild starten. Und dann ist total Weihnachten bei uns auf dem Desktop. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.